und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen mit Traudl. Heute mache ich einmal Rindsrouladen. Die habe ich zwar schon hier auf YouTube einmal eingestellt, aber ich mache es heute ein bisschen einfacher, nicht nach Schubeck-Art, sondern nach Oma-Art. So wie es meine Mama ungefähr gemacht hat. Meine Mama hat aber dazu kein Kochbier gebraucht. Die haben das alles im Kopf gehabt. Aber was meine Mama gehabt hat, war auch das Schulkochbuch von Dr. Oetker. Das schaut da vorne ganz anders aus in echt. Da hat sie aber ein bisschen ein Einband drüber gemacht, weil das schon ganz zerflettert war. Denn das Kochbuch ist aus dem Jahr 1963. Und jetzt zeige ich euch einmal, was da alles drinnen ist. Da hat sie so verschiedene Rezepte über als Einmerkerl hergenommen und die hat sie dann wirklich nachgebacken. Ein anderes Einmerkerl ist eine Geburtstagskarte für sie mit schönen Veilchen. Und da steht drin, hoffe, dass diese Karte dich bei bester Gesundheit antrifft, was ich von mir auch noch berichten kann. So hat man nämlich früher geschrieben. Und ein Horoskop aus dem Juni 1974 habe ich auch gefunden. Meines zum Beispiel lautet, Beruf und Arbeit machen viel Spaß, wenn Sie die richtige Einstellung finden. Gehen Sie Nörglern aus dem Weg, Ihr Partner bewährt sich wieder einmal. Aber eigentlich hat sie ja nicht das Horoskop aufgehebt, sondern wie man eine Forelle oder Hähnchenkeulen in Alufolie macht. Da ist jetzt das Rezept für die Rinderrouladen. Das ist jetzt nicht besonders viel gegenüber meiner Einkaufsliste, aber da stehen da auch keine Essiggurken drinnen und auch für die Soße steht da nichts drin, aber Essiggurken hat meine Mama immer eine da in die Rinderrouladen. Aber dafür haben wir nicht einen Speck eine da. Nicht immer. Ich glaube, wir haben nicht immer einen gehabt. Rinderrouladen hat es bei uns sowieso nur sonntags gegeben und nicht einfach so unter der Woche. Also, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Für die Rinderrouladen wie bei der Oma brauche ich Rindsrouladen, Salz, Pfeffer, mittelscharfen Senf, Butter, Zwiebel, Petersilie, Essiggurken, Speck. Da habe ich wieder meinen guten Serrano-Schinken, doppelgriffiges Mehl. Wenn ihr keins habt, nehmt ihr wieder einfaches Mehl. Für die Soße brauche ich dann Öl, Zwiebel, Karotte, Sellerie, Tomatenmark, Zucker, Geflügelbrühe, Rotwein. Ihr braucht jetzt da nicht erschrecken, das sind jetzt Zutaten nämlich für 8 Rouladen, weil wir gefrieren dann einen Teil davon ein. Für die Fülle gebe ich die Butter in ein Pfännchen und dazu kommen die klein geschnittenen Zwiebeln. Die lasse ich jetzt da ein bisschen andünsten. Zu den angedünsteten Zwiebeln gebe ich jetzt nur kurz die Petersilie dazu. Dann gebe ich das in eine Schüssel. Dazu kommen jetzt der Speck. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt ganz einen fetten Speck nehmen, so einen Lado-Speck oder einen Schwarzwälder Schinken oder ich habe eben den Serrano oder einen Frühstücksspeck. Das ist egal. Hauptsache, er bringt ein wenig Geschmack mit rein. Und dann die Essiggurken. Also meine Mama hat eben immer Essiggurken rein, das haben wir sehr gerne gemacht. Es gibt aber Leute, die wollen keine Essiggurken, na lasst es halt weg. Und der Senf. Das ist ein mittelscharfer Senf. Und das vermischen wir miteinander. Meine Rouladen klopfe ich dann mit einem Fleischhammer und salze und pfeffere sie. Und bestreiche sie mit der Füllung. So ein bisschen in die Mitte rein, damit es links und rechts nichts rauspatzt.
Dann rolle ich sie zusammen. Ihr könnt es jetzt so zusammenrollen und so rauf, dann werden es dickere Rouladen. Ich will es immer ein bisschen dünner, deswegen mache ich es hier, schlage ich beide Enden ein und roll das so. Auf dieser Seite kommen dann meine Spießchen. Entweder eben so metallene Spießchen oder Holzspießchen, also das heißt Zahnstocher. Ihr könnt es auch Rouladenklammern nehmen oder mit einem Bindfaden zusammenbinden. Dann wende ich sie im doppelgriffigen Mehl. Meine Mama hat das nicht gemacht, da hat es noch kein doppelgriffiges Mehl, glaube ich, gegeben, sondern wir haben halt ein normales Mehl genommen. Aber ich finde, das Mehl klebt da so schön dran und ist nicht so batzig drauf. So mache ich das jetzt mit allen und dann geht's weiter. Und so schaut's aus, wenn's fertig gerollt sind. Aber jetzt müssen wir's ja anbraten. Dazu gebe ich Öl in die Pfanne. Normalerweise gebe ich es sogar in den Bräter, denn dann kann man alles miteinander anbraten. Aber ich habe jetzt so viele, dass die gar nicht reingehen. Also brate ich erst einmal 4 Stück immer an, gebe es dann in den Bräter und mache dann weiter. Die Rouladen sind jetzt rundum schön braun angebraten und die gebe ich jetzt eben in meinen Bräter hinein oder in meinen Schmortopf und mache die nächste Portion. Die Rouladen sind jetzt auf allen Seiten braun und die kommen zu den anderen Rouladen dazu, denn ich habe hier auch sehr wenig Platz für mein Gemüse. Denn normalerweise käme jetzt zu den Rouladen das Gemüse und wird jetzt schön angebraten, dass es auch ein bisschen Farbe bekommt. Das genaue Rezept könnt ihr übrigens nachlesen unter www.kochenmittraudel.de. Da ist das Rezept drinnen, Rinderrouladen nach Oma-Art. Dazu kommt jetzt das Tomatenmark. Das rühren wir jetzt da rein und lassen wir auch ein bisschen mitbräunen. Und auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu braun wird, sonst könnte es bitter werden. Das gieße ich jetzt mit dem Rotwein auf. Also ganz ehrlich, bei uns zu Hause glaube ich nicht, dass immer ein Rotwein dazu gekommen ist. Denn ich glaube nicht, dass wir immer einen Rotwein daheim gehabt haben. Wie ich schon oft erzählt habe, waren wir nicht so reich und es hat bestimmte Dinge auch da nicht gegeben. Aber ich tue jetzt eben da den Rotwein rein und lasse den ein bisschen rein reduzieren. Und dazu gebe ich jetzt eine Prise Zucker. Das hat meine Mama auch nicht gemacht, aber sie hat ja schließlich keinen Rotwein rein da. Denn das wird die Säure ein bisschen wegnehmen von dem Tomatenmark und von dem Rotwein. Und ich mag das ja mittlerweile immer gern, dass es ein bisschen pikanter schmeckt. Der Rotwein, wenn einreduziert ist, da kommt dann die Brühe dazu. Eine Rinderbrühe oder eine Geflügelbrühe oder eine Gemüsebrühe, das ist eigentlich gleich. Das gieße jetzt da ein bisschen auf, damit sich da alles noch löst, denn dann gebe ich das über meine Rouladen. Das passiert normalerweise jetzt alles in einen Topf, da liegen also die Rouladen drinnen, dann wird das aufgegossen, aber wie ich gesagt habe, nachdem ich halt so viel Rouladen habe, hätte ich da nicht Platz für alles. Jetzt gieße ich diesen Soßenansatz zu den Rouladen. Und gib noch so viel Brühe drauf, dass die Rouladen so halb bedeckt sind. Die Brühe muss jetzt nicht so besonders stark sein vom Geschmack her, denn hier reduziert sich ja noch was ein, damit es nicht zu salzig wird. Dann gebe ich den Deckel drauf und lasse es so für 1,5 Stunden vor sich hinschmoren. Immer wieder mal nachschauen, damit die Flüssigkeit nicht zu sehr reduziert ist. Wenn Sie es nochmal Wasser nachgießen und
mal die Rouladen vielleicht wenden. Wer das nicht auf dem Herd machen möchte, also auf der Platte, kann es auch ins Ofenrohr schieben. Bei 180 Grad braucht es genauso lang. Wir sehen uns später. Gut 1,5 Stunden haben jetzt die Rouladen gekocht. Sie haben jetzt schon weich, aber noch nicht zerfallen. Jetzt gebe ich sie mal raus und mache die Soße fertig. In die Soße kommt jetzt ein bisschen Pfeffer und Salz. Da müsst ihr allerdings zuvor probieren, nicht dass es zu salzig ist. Und weil mir die Soße zu wenig sämig ist, gebe ich ein bisschen Soßenbinder dazu. Dazu nehme ich ein Mondamin und das tue ich mit kaltem Wasser anrühren. Wichtig ist kaltes Wasser, sonst gibt es Klümpchen. Und vielleicht einmal aufkochen lassen und schauen lassen, ob die Konsistenz schon passt. Und wenn nicht, nochmal ein bisschen was dazugeben und nochmal schön aufkochen lassen. Die Soße ist jetzt schön sämig. Jetzt tue ich es durch ein Sieb abgießen. Wichtig ist, vor dem Servieren die Stäbchen herauszuziehen. Denn man will nicht, dass sich da jemand damit verletzt. Dann kommen dazu die Nudeln. Denn bei uns, da hat es auch immer Nudeln gegeben. Und am liebsten da diese, die heißen glaube ich Bauernspätzle oder so. Und ein bisschen Gemüse ist auch nicht schlecht. Heute gibt es dazu einen Rosenkohl, man kann auch gut ein Blaukraut dazu essen. Und dann kommt noch ein bisschen von unserer guten Soße drauf. Was heißt ein bisschen? Eigentlich nehmen wir schon immer ganz schön viel. Und so schaut's aus, wenn's fertig ist. Die Rinderroulade nach Art meiner Mama. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Viert euch!